Gut. Frage. Wer von euch macht das Lease-Projekt mit? Ach komm, So Finger runter. halb. Ja. Ja, okay. Ab und zu auf jeden Fall. Macht ihr alle. Super. Du auch? Boah. Okay. Jetzt eine Frage an euch. Die Reaktion der Nichtmuslime beim Lease-Projekt, wie schätzt ihr die so ein im Großen und Ganzen? Positiv, sehr gut. Also ich fange einfach mal von hier an bei dir. Sehr gut auf jeden Fall. Also ich habe bis jetzt noch nie etwas Schlechtes darüber gehört oder gesehen oder auch Reaktionen persönlich mit den Menschen. Also ich habe nur positive Erfahrungen gewonnen und wenn am Ende irgendwas, also es ist nur Gutes bei rausgekommen, auch ein positives Bild über den Islam am Ende. Ja. Weil das wollte ich sagen, weil es gibt manche Leute, die meinen, das Lease-Projekt schadet dem Islam. Ja? Und deswegen wollte ich darüber reden, weil natürlich mir ist das schon klar, dass das absoluter Quatsch ist. Weil das Lease-Projekt schadet dem Islam, weil die Medien negativ darüber berichten. Guck mal, hier müssen wir erstmal eine Sache kapieren. Und das scheinen wirklich einige Brüder vergessen zu haben. Ja, die Medien berichten negativ über den Islam und deswegen schadet das dem Islam. Erstmal, die Anti-Islam-Hetze oder Anti-Islam-Propaganda kann man schon sagen, die ist seit Jahren im vollen Gange. Es gibt keinen einzigen, der in Deutschland lebt, der nicht schon bombardiert wurde von Anti-Islam-Propaganda aus den Medien. Keinen einzigen. Außer natürlich jemand, der neu geboren wurde. Ich rede jetzt von Leuten, die erwachsen sind, beziehungsweise in der Pubertät. Jeder hat davon was gehört. Brüder, und das fing nicht an, um das nochmal zu betonen, das fing definitiv nicht an mit dem 11. September. Das war sogar schon davor so. Ich weiß selber von mir, ich hatte damals, als ich am Fliegen war, zwischen 1994 und 1999 bin ich immer geflogen, gependelt zwischen Berlin und Köln. Brüder, wir hatten dort so oft, wenn da einer reinkam in einem Turban oder ein Araber, da war ich schon am Gucken, nicht, dass er Flugzeug entführt wurde. Das fing schon vorher an. Es gab schon Anschläge vorher, es gab die Anschläge in Nairobi auf die Botschaften und so weiter und so fort. Als der 11. September war, ja, da kannten die meisten schon, Osama bin Laden war schon bekannt als der weltweite Terrorist, obwohl es den 11. September noch gar nicht gab. Es ist Quatsch. Ich kann mich noch gut erinnern, die gefährlichsten Männer der Welt, da gab es damals einen Artikel, 1993. Wisst ihr, wer da drin war? Saddam Hussein, Gaddafi, Osama bin Laden auch. Verschiedene Leute, Arafat. Alles arabische Führer. Das wurde schon damals, wurde das praktiziert. Dann in der jüngsten Zeit, ach, jedes Mal kommt irgendwas anderes. Ehrenmorddebatte damals, das müsste 1994, 1995. Dann die Karikaturen, ja, wo Leute gestorben sind. Dann, wo es dieses Integrationsgelaber gab, wo sie Integrationstest gemacht haben, das war 1996. Dann 1997 Sauerlandgruppe. 1995, ich glaube, es müsste 95 gewesen sein, Entschuldigung, 2006, ich rede jetzt von 2000, ja. Ja, Entschuldigung. Dann davor schon Kaplan Jamaa. Da fingen sie an, wow, haben sie einen riesen Film draus gemacht. Das heißt, das ist eine Sache, die schon lange ist. Nur, warum spüren wir das jetzt mehr? Weil wir jetzt persönlich angegriffen werden. Jetzt der Terrorist ist nicht mehr in der Höhle in Afghanistan, der sitzt neben dir im Wohnzimmer. Deswegen spüren wir das mehr. Okay, das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Und deswegen fühlen wir uns mehr angesprochen. Aber ist das positiv oder negativ für den Islam? Hier müssen wir erstmal eine Frage stellen. Hier müssen wir erstmal eine Frage stellen. Wenn wir über eine Sache urteilen, ob die positiv oder negativ ist für den Islam, dann muss man immer gucken, wie ist die Ausgangsposition und welche Wirkung hat das auf die Leute? Verändert das was? Und ich sage, die Leute, bevor über uns gehetzt wurde,
waren die Fronten schon klar. Es gab, und das habe ich schon 2006 in Vorträgen gesagt, es gibt auf der einen Seite den guten Muslim, der Currywurst-Muslim. Ahmed aus Istanbul ist seit 30 Jahren in Deutschland, er trinkt auch ab und zu mal ein Bier und verkauft in seinem Imbiss Schweinefleisch. Das ist der gute Muslim. Und auf der anderen Seite gibt es den Radikalmuslim, Bruder, das ist schon seit Jahren so. So jetzt gibt es aber einen riesen Vorteil. Dieser radikale Muslim hat jetzt einen Namen. Zum Beispiel Pierre Vogel. Jetzt, ja, ist super, das ist positiv. Wisst ihr warum? Weil jetzt können die Leute gucken, vorher jemand, der in der Höhle ist oder jemand, der irgendwo, was weiß ich wo ist, den kannst du nicht fragen. Aber diese Person, über die die jetzt am Herziehen sind, ja, da können sie jetzt ins Internet gehen und können sich Videos von dem angucken. Versteht ihr? Das heißt, vorher war es so gewesen, die haben irgendwo erzählt, hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist ein ganz böser Islamist, aber die gibt es auch irgendwo bei euch. Die nennen sich Schläfer. Die gibt es auch in Deutschland. Ja, die Terroristen vom 11. September, die waren in Hamburg. Und auch ihr Nachbar, der so freundlich lächelt, der könnte schon morgen bei ihnen reinkommen und sie töten. Verstehst du? So, dieses Bild war schon da, diese Angst. Dieses Wort Schläfer war ein Totschlagwort. Das war ein Wort, was sofort einen Generalverdacht verbreitet an alle Generalverdacht gegenüber allen Muslimen. Dann kamen aber die Namen und die Predigten. Das heißt, wozu führt das? Das heißt, wir haben diese Ausgangsposition, dieses Misstrauen gegenüber den Muslimen. Wir haben dieses Misstrauen gegenüber den Muslimen. Eine große Gruppe, die Misstrauen gegenüber Muslimen hat und Hass gegenüber Islam. Von vornherein. Achi, was ist einer der besten Beweise dafür? PI News. Wann wurden die gegründet? 2004. 2004 wurde PI News gegründet. Das heißt, dieser Islamhass, das ist kein neues Phänomen. Ich habe ein Buch, das heißt Feindbild Islam, da reden die davon, ganz genau Nicht-Muslime, dass das schon angefangen hat nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, weil man ein neues Feindbild brauchte. Ich habe darüber ein Referat gehalten in der Schule, also in der Universität, Entschuldigung. Im Jahre 2002 oder 2003 müsste das gewesen sein. Jedenfalls. Jetzt kommt auf einmal, hat sich nur die Struktur der Hetze, nicht die Intensität der Hetze geändert. Die größte Intensität der Hetze gab es nach dem 11. September. Jeden Tag war alles voll. Dann Madrid, dann London und so weiter. Aber jetzt haben die plötzlich die Struktur der Hetze verändert. Die haben auf einmal eine Person mit Namen in Deutschland oder Person mit Namen in Deutschland. Nur hier gibt es jetzt einen großen Unterschied zu der Hetze, die es davor gab. Was ist der große Unterschied? Ansprechpartner, richtig. Jetzt kann auf einmal der immer diesen ganzen Quatsch gehört hat, die Taliban, konnte denn nicht fragen, ist das wirklich so, wie wir hier gehört haben? Und dann sagen die Taliban vielleicht, ja nee, so ist das nicht, sondern das ist so und so und so und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Taliban, ich weiß nicht, ich kenne sie selber auch nicht. Aber kann sein, dass alles, was wir über die Taliban gehört haben, Schwachsinn ist, verdrehter Mist. So, aber jetzt haben die auf einmal jemanden, der ist ein Ansprechpartner, mit dem kann man reden. Und ich sage es euch, die meisten ehrlichen Menschen, die zu uns kommen, wisst ihr, was die dann sagen? Ey, boah, ich bin schockiert. Ich habe da ganz anders drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ihr seid so ganz schlimme Finger und sowas. Und die ändern sich. Bei wem war das noch so? Beim Propheten alayhi salatu wassalam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die haben uns gesagt, Lügner, Zauberer, dies, das. Aber wenn die Leute dann zu ihm gegangen sind, haben sie gesagt, ey, das stimmt ja gar nicht. Alhamdulillah, bei uns, die, natürlich, es gibt die Hasser. Da kannst du erzählen, was du willst. Dann machst du einen Vortrag gegen Terrorismus und ja, aber da ist die geheime Botschaft. Ne? Okay, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber dieser Punkt, diese Leute,
die die Wahrheit wollen, die haben jetzt einen Punkt, wo die Botschaft zu ihnen kommt. Was ist das Ziel der Botschaft? Das Ziel der Dawa ist, die Botschaft zu überbringen. Das Ziel der Dawa ist, die Botschaft zu überbringen. Effektiv zu überbringen. Dass die Leute von der Botschaft gehört haben. Was ist der Beweis dafür? Weißt du, wir reden nicht nur, es ist so, ist alles so gefährlich, ist alles schlimm geworden, das ist nicht gut, das ist so provokant, wir reden mit Beweisen. Wir reden nicht von Empfindungen oder aus Neid oder was auch immer, wir reden mit Beweisen. Uns obliegt nur die deutliche Verkündung. So, jetzt, die Leute hören von der Botschaft kommen, jetzt. Derjenige, der der Botschaft folgt, welche Eigenschaft hat er? Ehrlichkeit. Aufrichtigkeit. Genau, der will die Wahrheit. Und noch eine Eigenschaft hat er, die kein anderer hat. Der folgt der Wahrheit, wenn sie zu ihm kommt. Was ist der Beweis dafür? Was ist der Beweis dafür? Du musst Beweise bringen. Kannst du einfach so, Pierre Vogel erzählt. Ja, weil bei unseren Gegnern ist es immer so, der erzählt was. Ja, nein, das ist nicht gut. Ja, nein, das ist schlecht. Ja, nein, das ist böse. Wir haben Beweise. Allah sagt im Koran, in Sure 36, إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنْ اِتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Du kannst nur denjenigen warnen, das heißt, nur derjenige kann von der Botschaft profitieren, der Ermahnung folgt, das heißt, der Wahrheit folgt und den Allerbarmen im Verborgenen verschwindet. Was heißt das? Das heißt, derjenige, der den Medien folgt, den kannst du nicht recht leiten. Aber derjenige, der der Wahrheit folgt, wenn der deine Botschaft hört und die Botschaft der Medien daneben, der wird der Wahrheit folgen. Deswegen, Bruder, das nutzt uns mehr, als es uns schadet. Verstehst du? Weil die spielen uns die Leute zu. Verstehst du? Die Leute hören durch uns, Bruder. Ich habe bei der letzten Pilgerreise in Mekka, kam ein Türke zu mir, als er zu mir sagt, ey, du bist hier und boah, super, weißt du, ich bin eigentlich durch dich hier zur Pilgerreise gekommen. Sag ich, ja, wieso? Ja, er sagt ja natürlich, Allah hat mich recht geleitet, aber ich meine, eine Dawa und so, ich war früher, habe ich so, ne, also normal gelebt, so dass ich, so ungefähr, ich weiß jetzt nicht Wortlaut, wie er es im Wortlaut genau gesagt hat, so ungefähr. Sag ich, ja, wie bist du auf mich gekommen? Sagt er, ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen, bei RTL, da habe ich gedacht, boah, nee, was das ein Assi, sagt er zu mir. Ne? Boah, nee, schon wieder einer, ey, der macht den Islam schlecht und so. Die Leute denken danach. Die Leute haben davor schon gedacht. So, aber dann war ich neugierig gewesen. Da habe ich einfach mal auf die Videos geklickt. Da habe ich gedacht, hä, ist ja ganz anders. Bruder, wisst ihr, wie oft uns das schon passiert ist? Das heißt, die Grundposition... Die Grundposition ist sowieso die gleiche. Der Islam mögen sie nicht. Sie mögen Islam leid. Ja, ein bisschen Schwein, ein bisschen Wein, verstehst du? Aber das ist das Problem. So, aber jetzt, die spielen uns die Leute zu. Du brauchst eigentlich nur unter den Ball reinzuhauen. Wie so ein perfekter Pass von Bernd Schuster früher. Ist nicht mehr eure Zeit. Kennst du den wirklich nicht? Wolfgang Overath. Meine Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal, keine Ahnung mehr vom Fußball. Ne? Das sind alle, aber du kennst ihn noch, Bernd Schuster, oder? Bernd Schuster. Real Madrid, FC Barcelona. Der Europas Fußballer des Jahres, ich glaube, 1980. Müsste das gewesen sein, ja. Wolfgang Overath, Köln, ne? Wolfgang Overath, der super Mittelfeldstil. Wir brauchen ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Okay, wen haben wir in der heutigen Zeit, wer super Vorlagen macht? Ja, Cristiano Ronaldo ist mehr so Stürmer, sagen wir lieber. Ribéry macht gut, ja, der ist auf jeden Fall, ja. Okay, nehmen wir Ribéry zum Beispiel. Der hat wieder einen super Pass geschlagen, super Vorlage, aber als Beispiel. Die Sache ist, die spielen uns eigentlich die Pässe voll, wir brauchen nur noch reinzuschieben, das Ding. Weil die, guck mal, du musst dir vorstellen, die Dawa kannst du so ein bisschen vergleichen wie mit dem Fischfang. Ja. Das heißt, du wirfst das Netz raus, aber nicht
Jeder Fisch ist unbedingt essbar. Normalerweise, wenn du ein Netz rauswirfst, du hast auch da Algen drin, du hast da alles Mögliche drin, aber irgendwo ist der Fisch. So, die haben uns geholfen, ein viel größeres Netz zu haben, wodurch wir viel mehr diejenigen finden, die, wenn sie von unserer Botschaft hören, der Botschaft auch folgen. So, der Nachteil ist, das heißt, wir haben gesagt, die Leute haben schon vorher Hass gehabt. Der Nachteil ist, dass du organisatorisch bekämpft wirst, aber das ist eine notwendige Begleiterscheinung für die Dawah Jahriya. Was ist der Beweis davor? Was ist der Beweis dafür, Pierre Vogel? Weil wir sagen nicht nur, ja, zur Provokation, ja, nein, wir müssen aufpassen, die deutsche Regierung kann den, so den Islam zumachen. Wir reden mit Beweisen. Der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ach Bruder, es gibt so viele Beweise, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach, der Beweis, ich gebe einen Beweis aus der Sunnah, okay? Prophet alayhi salatu wassalam, erste Botschaft, die gekommen ist, was war das? Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Richtig? Danach geht er zu Khadija und Khadija geht mit ihr zu einem Mann. Zu wem? Waraka bin Naufel. Waraka bin Naufel sagt dann zum Propheten, dies ist der Mus, der zu Musa herabgekommen ist. Das heißt, du bist ein Prophet. Dann sagt er, Leitani jaza'un, Leitani akunu hayyin, if yukhrijuka kaumuk. Wäre ich nur jung, würde ich nur leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Das ist im Bukhari und Muslim. Oder im Bukhari auf jeden Fall. Da sagt der Prophet, amukhrijiyahum, werden sie mich verjagen? Was sagt Barak bin Naufel? Ja, wahrscheinlich, sagt er, vielleicht, ich glaube schon, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Nee, der sagt, ja, sie werden dich verteilen. Was ist der Beweis von ihm dafür? Die Geschichte, die sich wiederholt, der Propheten. Lam ya'ti rajul mi mithli mi qat illa odia. Ist noch nie jemand mit der Botschaft gekommen, außer dass er bekämpft wurde, befeindet wurde. Okay, Makol. Das heißt, ach, direkt am Anfang, das ist eine Bestätigung aus der Sunna. Das hat Allah bestimmt für den Propheten, dass er von der ersten Sekunde der Botschaft wusste, er wird bekämpft werden. Erste Sekunde, erste Botschaft. Und davor schon wird er gepresst von Jibril. Warum? Gibt es unterschiedliche Interpretationen. Eine Interpretation ist, damit er sieht, weiß, das ist kein Traum. Weil kann sein, er denkt, er träumt. Aber so, wenn er gepresst wird, weiß er, er wird nicht geträumt. Andere, du kannst die Botschaft nur tragen mit Erschöpfung. Zum Beispiel. So. Danach, was war die zweite Botschaft vom Koran? Ja, ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahyur, wa rushd fahjur, wa la tamnun wastakthir, wa li rabbika fasbir. Und für deinen Gott sei geduldig, standhaft. Heute erzählen die Leute, ja, nein, es ist normal, du wirst bekämpft. Das ist eine Sache, die die Botschaft mit begleitet. Und wenn du öffentlich Botschaft bringst, der Prophet, wann wurde er nicht bekämpft? Die ersten drei Jahre. Die ersten drei Jahre, die wussten schon, das war nicht so geheim, dass keiner davon wusste. Die wussten schon, dass es da eine Botschaft gibt, aber die haben ihn gelassen. Dann, als er angefangen hat, öffentlich zu predigen, wurde er bekämpft. Woher wissen wir, dass sie das schon wussten? Erstmal, weil schon Leute von außerhalb Mekka gekommen sind und wussten Bescheid. Zweitens, weil Abu Lahab, als der Prophet a.s. angefangen hat mit der Botschaft, da gibt es Überlieferungen, die auch in Rahik al-Maktum gezeigt werden, schon wusste, dass er über eine neue Religion predigt. Also es hat sich schon rumgesprochen, aber er ist nicht aktiv auf die Leute zugegangen, sondern ist nur aktiv auf Leute zugegangen, bei denen er sich versprochen hat, dass sie den Islam annehmen. Aber es war nicht so, dass das alles völlig versteckt war. Aber er hat die Götzen nicht herausgefordert, er hat nicht gesagt, die sind falsch. Das war in den ersten drei Jahren. Warum? Damit die Botschaft nicht von vornherein abgesägt wird. Er hat ja noch keinen, der bei ihm bei ist. Wir sind heute 1,5 Milliarden Muslime. Da kannst du die Botschaft nicht mehr töten. Absterben lassen. Die zweite Sache ist,
Wenn du in einer ähnlichen Situation bist, wo du so bekämpft wirst und so schwach bist wie die Muslime in Mekka, sind wir so schwach und so unterdrückt wie die Muslime in Mekka im Leben nicht. Die wurden gefoltert öffentlich. Das kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. Das heißt, wer das erzählt, hat keine Ahnung. Ganz einfach. Egal, ob er sich Sheikh nennt oder Schweich nennt oder Imam nennt, hat keinen Plan. Jetzt die Frage, kann man trotzdem Dawah Sirriya machen? Also im Geheimen? Kann man. Weil als der Prophet a.s. die Dawah gemacht hat, nicht jeder ist sofort mit dem Prophet a.s. rausgegangen. Als der Prophet zum Berg von Safa gegangen ist, sind nicht die anderen Sahaba alle mitgegangen. Deswegen, es gab verschiedene Perioden. Es gab die Periode, wo sie alle den Islam sozusagen verschwiegen haben. Nicht verleugnet haben, verschwiegen. Das heißt, sie haben den nicht öffentlich gepredigt. Dann gab es die Zeit, wo wenige den Islam öffentlich gezeigt haben und die meisten ihn öffentlich versteckt haben. Wann war das? Unmittelbar nachdem der Prophet a.s. angefangen hat, öffentlich zu predigen. Dann gab es die Zeit, wo die meisten den Islam öffentlich gezeigt haben und die wenigsten ihn versteckt haben, nicht öffentlich gezeigt haben. Wann war das? Nachdem Hamza und Umar den Islam angenommen haben. Und das war ungefähr 5., 6. Jahr, nachdem die Botschaft gekommen ist. Und dann gab es Zeiten, wo alle den Islam öffentlich gezeigt haben. Das heißt, wenn du heute die Botschaft trägst, du hast zum Beispiel einen Unterricht in einer Moschee, wir sagen nicht zu dir, mache deine Dawah nicht. Wir sagen nicht zu dir, deine Dawah ist falsch, weil vielleicht hast du eine Fähigkeit, ich habe sogar heute einem Bruder gesagt, der richtig fit ist, der ist übrigens richtiger Sheikh. Richtiger Sheikh. Der kam zu mir, hat mich um einen Tipp gefragt. Bruder, der hat Zeugnisse von Gelehrten. Ich glaube nicht, dass es einen in Deutschland gibt, der solche Zeugnisse hat, Achi. Koran auswendig, ich glaube sogar Isnad im Bukhari und so weiter und so fort. Der kann perfekt Deutsch. Ja, ich habe zu ihm gesagt, Bruder, mach deine Sache, nimm dir eine Gruppe, unterrichte die. Brauchst nicht großartig aufzufallen. Warum? Weil für ihn ist das nützlicher, weil er ist ein Typ dafür. Er ist nicht unbedingt so ein Typ, der so mit der Tür durchs Haus fällt wie ich. Verstehst du? Jetzt als Beispiel. Ja, ist so. Und deswegen sage ich immer, Nationalmannschaft der Dawah. Jeder hat eine Fähigkeit. Du kannst keine Fußballmannschaft aufstellen und hast nur Stürmer. Oder eine Fußballmannschaft aufstellen, du hast nur Torhüter. Oder eine Fußballmannschaft aufstellen, du hast nur Abwehrspieler. Du brauchst alle Positionen. Der eine hat die Fähigkeit hierfür, ist schön, mach deine Fähigkeit. Weil hier ist er erfolgreich. Du hast zum Beispiel die Fähigkeit, du bist ein Tajwid-Lehrer. Als Beispiel, nimm deine Aufgabe, mach diese Aufgabe. Und du wirst nicht erfolgreich sein, wenn du eine andere Aufgabe machst, weil das ist deine Aufgabe. Der andere ist ein Khatib, öffentlich, der soziale Probleme anspricht, der über verschiedene Themen Widerlegungen macht, wie ich zum Beispiel. Das ist meine Sache. Ich bin vielleicht für andere Sachen nicht der Richtige für. Da ist Person XY. Heißt das, ich bin besser als der oder er ist besser als ich? Nein. Jeder muss auf seiner Position spielen. Stell dir aber vor, du würdest Lionel Messi ins Tor stellen. Der würde nichts bringen. Jeder ist wichtig, wir sind ein Mauerwerk. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Deswegen, diese Medienhetze ist normal. Das war beim Propheten a.s. auch so. Achi, Al-Walid ibn Al-Mughira hat diese ganzen Quraysh gesammelt. Wir müssen nicht daran zerbrechen. Die müssen an uns zerbrechen. Bruder, die wollen, dass wir zerbrechen. Die wollen, dass wir uns gegenseitig zerfleischen. Guck mal, wie viele Stars schon an den Medien kaputt gegangen sind. Hier an dieser Stelle musst du mal so ein paar Sachen reinschneiden. Mit so Fußballstars und so. Kannst du dir mal angucken, Christoph Daum, Stefan Effenberg, wie die abgehen, wie Schmitz Katze, Achi. Achi, die hauen immer drauf. Deswegen, Bruder, wir müssen nicht dran kaputt gehen. Wir müssen wissen, das ist normal. Aber du gehst nur nicht dran kaputt, wenn du weißt, dass das normal ist. Und nicht, wenn du dir immer einredest, oh, hoffentlich nennen sie mich nicht radikal. Ach, die nennen dich sowieso radikal. Ach, ich glaube es mir. Die haben jemanden, der denen hilft beim Riechen. Die riechen, was du bist. Die riechen, was du hast. Ja? Das heißt, du kannst das nicht voll verdecken. Ich gebe euch einen guten Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. In Ägypten, aktuelles Thema,
Die haben eine Verfassung geschrieben. Guck mal, und auf der Verfassung schreiben die, das ist der Hauptangriffspunkt gegen Mohammed Mursi, schreiben die am Anfang dieses die demokratische Verfassung von Ägypten oder irgendwie so. Das ist auf jeden Fall ganz klar, das ist ein demokratischer Staat. Jetzt ziehst du dir die Verfassung durch, dann kommt dann Punkt 100 noch was oder so. Auf jeden Fall viel später kommt dann ein Artikel, der darauf hindeutet, alle Sachen, die in der Verfassung stehen, dürfen der Scharia nicht widersprechen. Gehen auf die Scharia zurück. Weißt du, was das heißt? Das heißt, die haben das Wort Demokratie eingeschränkt. Das heißt, eine Demokratie und das Grundgesetz ist der Islam. Das heißt, du kannst nur eine demokratische Entscheidung fällen, wenn sie Koran und Sunna nicht widerspricht. Verstehst du? So, und ach, guck mal. Verstehst du? Das heißt, du kannst sie nicht widersprechen. Verstehst du? Ach, die meisten Brüder, die lesen diese Verfassung, die lesen die erste Seite, sagen die, was ist das? Und zerreißen die schon, schmeißen sie auf den Boden. Verstehst du, was ich meine? Aber ich kenne einen von denjenigen, die diese Verfassung mitgeschrieben haben. Der zur Zeit von Mubarak übrigens im Knast gewesen ist, nur mal so nebenbei. Ja? So, ein sehr guter Freund von mir. So, und die, verstehst du, die wollten die Leute nicht direkt so schockieren. Verstehst du? Und dann haben die das so gemacht. So, das heißt, du hast eine Demokratie, wir stimmen über das ab, wo wir dem Koran nicht widersprechen. Zum Beispiel Straßenverkehrsgesetz etc., dies, das. Aber im Endeffekt macht das die Tür auf für die Scharia. So. Das Problem ist aber, deine Feinde riechen das. Und das haben die gerochen. Dann haben die gesagt, guck mal, was hier steht. Das Dreck rausbekommen. Und dann gesagt, guck mal, ha, die wollen uns hier für blöd verkaufen. Die wollen hier die Scharia einführen. Da haben sie den Leuten richtig Angst gemacht. Deswegen, natürlich, ich will nicht sagen, dass ich schlauer bin als die, nicht, dass ihr das falsch versteht. Sondern ganz im Gegenteil, das sind Leute, die richtig Erfahrung haben. Aber man muss hier abwägen. Es ist immer Spekulation dabei. Vielleicht wäre es besser gewesen, die hätten direkt von vornherein oben drauf geschrieben, Scharia, Gesetz von Ägypten. Weil dann hätten sie nachher nicht sagen können, guck mal, die wollen uns für blöd verkaufen. Und guck mal, die kommen hinten rum. Wie gesagt, das sind alles Spekulationen und deswegen sage ich immer, Brüder, wir müssen gucken, wo unterscheiden sich unsere Meinungsverschiedenheiten. Sind das Meinungsverschiedenheiten in den Grundlagen der Religion? Sind das Meinungsverschiedenheiten in Herangehensweisen? Sind das Meinungsverschiedenheiten, welche Farbe wir benutzen? Ja. Hier, ich würde zum Beispiel das Projekt nicht Lies nennen, weil das international halt Lies heißt, Lügen. Ja, ist das jetzt irgendwas, wo wir uns streiten? Ja, der eine sieht das so, der andere sieht das so. Das ist doch, versteht ihr, das sind alles Kleinigkeiten, die nicht, und das ist wichtig, dass wir das lernen, dass wir uns nicht in solchen Sachen zerfleischen. Ja, der sieht das so. Ja, okay. Aber was ist die Grundlage auf Islam begründet? Ist die Grundlage nach Koran und Sunna? Oder widerspricht die der? Wie gesagt, Alhamdulillah, ich denke, dass nützlich ist, dass wir über diese ganzen Sachen reden, Alhamdulillah.